Aurangzeb, der letzte Großmogul, starb im Jahr 1707. Mit seinem Tode kamen auch die Kanonen des Mogulreiches zum Verstummen. Das Reich löste sich auf und hinterließ ein Indien, das der Ankunft holländischer, französischer und englischer Handelshäuser hilflos gegenüberstand, die es grundsätzlich darauf abgesehen hatten, die politische Macht in Indien an sich zu reißen. Ende des 18. Jahrhunderts war es der britischen Ostindischen Kompanie, die ihren Sitz in Kalkutta hatte, gelungen, in einem Großteil des östlichen Indiens Fuß zu fassen. Und so begann die Kompanie Bahadur-Herrschaft, aus der später der Raj, das Kolonialreich Indien, wurde. Zusammen mit den Beamten der Ostindischen Kompanie traf eine Vielzahl von Malern und Kunsthandwerkern ein. Unter den etwa 60 britischen und europäischen Malern, die Anfang des 18. und 19. Jahrhunderts nach Indien kamen, war auch das Onkel-Neffe-Team Thomas und William Daniel, die ausführliche Berichte ihrer Reisen in Gestalt von Skizzen und Drucken anfertigten, die später von den Beamten der Kompanie wie auch den einheimischen Adel gekauft wurden. Indische Künstler schlossen Bekanntschaft mit europäischen Wasserfarben und erlernten das Anfertigen von Drucken. Die veränderten politischen Machtverhältnisse führten zum Entstehen einer neuen Klasse von Kunstgönnern. Europäische und britische Kunstliebhaber begannen sich nach Souvenirs in Gestalt indischer Exotika umzuschauen, die sie mit zurück nach Hause nehmen konnten. Die Bilder, die von indischen Künstlern nun für diesen Markt gemalt wurden, wurden später als Kompaniemalschule bekannt. Die wichtigsten Zentren dieses Malstils befanden sich in Murshidabad, Kalkutta und Patna im östlichen Indien, wo es den Engländern gelungen war, die politische Macht an sich zu reißen. Aus künstlerischer Sicht muss gesagt werden, dass sich diese Schule nie weiterentwickelte und es zu keiner Synthese kam. Sie blieb eine Kreuzung, dafür aber war sie ein Anzeichen für die größeren Veränderungen in der Thematik. Die Künstler dieser Schule produzierten nicht nur exotische Indienbilder, sondern schufen mit ihnen historische Dokumente von Indiens Vergangenheit. Seite an Seite mit der Kompanieschule existierten auch die vielen anderen Zentren traditioneller indischer Malerei weiter, die hauptsächlich an religiösen Stätten zu finden waren. In Kalkutta am Kali Ghat erfuhr der volkskünstlerische Stil der bengalischen Pat-Malereien eine Neubelebung. Die Pats von Kali Ghat wurden von Indern wie auch Briten gekauft und inspirierten später indische Maler wie Jamini Roy und Arpita Singh. Gleichermaßen war die Tempelstadt Nathdwara zum Zentrum der Pichwai-Malerei geworden, deren Vorbild zwar der Stil der Miniaturmalereien war, die aber viel größer waren. In Nathdwara wird der Gott Krishna in seiner Gestalt als Srinathji verehrt. Die Pichwai-Malereien dienen als Hintergrund für das Srinathji-Idol, um unterschiedliche Jahreszeiten und Stimmungen dieser Gottheit wiederzugeben. Es ist zwar erlaubt, das Bild des Srinathji-Idols zu malen, nicht aber es zu fotografieren. Ein Pichwai ist gewöhnlich ein Stoffgemälde, dessen Motive denen der Miniaturmalereien ähneln. Aufgrund seiner Größe aber und seiner Aufgabe als Hintergrund hat es einen gewissen theatralischen Charakter und ähnelt eher einem Bühnenbild. Die Pichwai-Tradition von Nathdwara ist nach wie sehr lebendig. Und Maler wie Dwarka Lalji Jangir kommen aus Familien, die diese Kunst bereits seit mehreren Generationen ausüben. Eine der bekanntesten modernen indischen Malerinnen, die von diesen Bildern stark beeinflusst wurde, ist Nilima Sheikh, die mit dem Dichter und Maler Ghulam Mohammed Sheikh verheiratet ist. Nilima Sheikh ist fasziniert vom theatralischen Charakter der Pichwais und ihrer Großflächigkeit, die sie zur Wiedergabe ihrer modernen künstlerischen Vorstellungen verwendet.
Sie verwendet die Lyrik der Pichuais und deren romantische Farben zur Wiedergabe ihrer Besorgnisse als Frau. Die Pichuai-Malereien entstanden in verhältnismäßiger Abgelegenheit, ohne sich von der Ankunft der Engländer stören zu lassen. Ihre Existenz wurde von den neuen britischen Herren weder bestätigt noch gegen sie begründet. Eine der bedeutendsten Bemühungen, diese neue Ästhetik aufzuheben, war die von Raja Ravi Varma, Ende des 19. Jahrhunderts. Raja Ravi Varma wurde 1848 geboren und ist mit der Herrscherfamilie von Travancore verwandt. Er meisterte die Techniken der britischen Königlichen Akademie, wie die Verwendung von Ölfarben, Naturalismus und Perspektive, und wurde aufgrund seines großen Talents von den in Indien tätigen europäischen Künstlern beneidet. Dabei aber schuf er ein authentisches Bild von Indien. Er konzentrierte sich auf Figuren aus der Mythologie und die Familien der indischen Herrscherhäuser. Seine mythologischen Bilder hatten eine so starke Wirkung, dass Götter und Göttinnen der beliebten Kalenderkunst der Hindus Gesichter hatten, die die gleichen waren wie die in Raja Ravi Varmas Bildern. Raja Ravi Varma übernahm den naturalistischen Stil, wobei er sich ganz offen an die Kunstästhetik der neuen britischen Herren und ihrer indischen Verbündeten hielt. Noch vor Raja Ravi Varmas Auftauchen hatten die Engländer Maßnahmen ergriffen, mit denen vermieden werden sollte, dass sich fremdartige Elemente in ihre Kunst einschlichen. Gegen 1850 wurden von den Engländern in Madras, Bombay und Kalkutta Kunstschulen gegründet. Die Engländer aber waren nicht daran interessiert, kreative Malerei zu lehren, sondern gründeten diese Schulen einzig und allein, um Künstler auszubilden, die eine Art bildlicher Dokumentation von ihrer Erforschung des indischen Subkontinentes anfertigen konnten, insbesondere für Einrichtungen wie die Indische Botanische und Anthropologische Gesellschaft. Die Kurse waren nach viktorianischem Vorbild gestaltet und lehrten akademische Kunst, die so naturalistisch zu sein hatte wie möglich. 1896 wurde E.B. Havel in Kalkutta Rektor der Schule für Kunst und Kunsthandwerk. Havel selbst war Hobbymaler und glaubte, dass die indische Kunst nicht Gegenwart, sondern vergangenheitsorientiert wäre und deshalb westlicher Naturalismus indischen Künstlern fremd war. Und so begann er, die Kurse dieser Kunstschule neu zu gestalten. Zur gleichen Zeit etwa begann eine Gruppe indischer Intellektueller, sich regelmäßig in Jorasankar, dem Haus der Tagore-Familie in Kalkutta, zu treffen. Der Kampf der Inder um ihre Unabhängigkeit hatte bereits begonnen. Von diesem Kampf inspiriert, begann sich diese Gruppe, um eine indische Identität in Literatur und Kunst Gedanken zu machen. Zu ihren Mitgliedern gehörte auch Abhinranath Tagore, ein Neffe des berühmten Dichters Rabindranath Tagore, der 1913 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Für Havel war Abhinranath Tagore der erste echte indische Maler. Er überredete ihn, 1905 den Posten des Vizekanzlers der Kalkutta Kunstschule anzunehmen. Diese historische Beziehung zwischen Havel und Abhinranath führte schließlich zur Bildung der Bengal-Malschule. Dieser Begriff bezieht sich auf den Malstil, den Abhinranath und seine Schüler in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelten. Schwerpunkt dabei war die absolute Ablehnung westlicher Ästhetik und der bewusste Versuch, alte indische Maltraditionen wieder zu beleben. Im kolonialen Indien hatte diese Wiederbelebungsbewegung aber absolut nichts mit einer Auflehnung gegen alte Traditionen zu tun, sondern war ein progressiver Schritt, der nicht nur half, die Inder an ihre Identität zu erinnern, die diese Gruppe versuchte, den indischen Menschen zurückzugeben, sondern stellte eine Konfrontation des Ostens mit dem Westen dar. Dieses allasiatische Bewusstsein erwuchs aus Abhinranaths engen Beziehungen zu dem japanischen Kunstwissenschaftler Kakuzo Okakura, der sich 1902 in Jorasankar aufhielt. Nach seiner Rückkehr nach Japan schickte Okakura zwei japanische Maler nach Indien, und zwar Yuka Kuraiteken und Ishita Shunsu. Die bengalische Weichstechnik, für die die bengalische Schule berühmt wurde, wurde von Abhinranath Tagore entwickelt, der sie von diesen japanischen Malern übernommen hatte. Die Japaner malten zuerst ein Bild mit einem Pinsel, das sie
dann in klarem Wasser wuschen. Sie wuschen die ersten Farben auf dem Papier ab, was das Papier älter und die Farbe weicher wirken ließ. Das war das Einzige, was Urban Renard übernahm, der zusammen mit dieser Technik seinen eigenen Stil entwickelte. Er malte sein Bild in zarten Farben und wusch es im klaren Wasser aus. Dann gab er ihm einen zweiten Farbeüberzug in den gleichen Farben, die er wieder auswusch, was er noch ein drittes Mal wiederholte, um einen dritten Farbton zu kreieren. Sein Ziel war es, so zarte Farbe wie nur möglich zu erhalten, um den geheimnisvollen und rätselhaften Charakter von Licht und Schatten hervorzuheben. Ergebnis war, dass sich die Bilder der bengalischen Schule durch eine große Farbromantik auszeichneten, die von den mythischen Gestalten und Themen noch stärker betont wurde. Nanlal Bose, ein angesehener Schüler von Abhinranath Tagore, wurde 1922 Rektor des Kalabhavan in Shantiniketan. Shantiniketan, das heute eine eigenständige Universität des Bundesstaates Westbengalen ist und sich Vishwabharti nennt, wurde von Rabindranath Tagore als naturverbundene Bildungsstätte gegründet. Als Rektor des Kalabhavan bzw. der Fakultät der Schönen Künste fuhr Nanlal Bose fort, in der Tradition der Bengal-Schule zu lehren und arbeiten. Später, unter dem Einfluss seines Mentors Rabindranath Tagore, der ein begeisterter Internationalist war, erfuhr Nanlals Haltung der Kunst gegenüber eine Wandlung. Nach seiner Reise nach China und Japan im Jahre 1924 zusammen mit Tagore wurden seine Bilder allmählich immer stärker von einer kalligraphischen Pinselführung und Interesse für die Natur beeinflusst, was charakteristisch für die chinesische Malerei ist. Er kehrte der künstlerischen Wiederbelebungsbewegung und der Waschtechnik den Rücken und begann unter Mahatma Gandhis Einfluss den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen. Diese Abwendung ist an den Plakaten für den Alipur-Kongress im Jahre 1937-38 zu sehen. Und so war es ironischerweise einer der talentiertesten Schüler Tagores, der sich von der Bengal-Schule lossagte. Vinod Bihari Mukherjee, ein Student von Nanlal Bose, führte diesen von Abhinranath Tagore begonnenen Prozess weiter. Diese bekannte Arbeit, Indische Heilige aus dem Mittelalter genannt, ist ein Gemälde, das die Wand des Hindi-Bhavan in Shantiniketan ziert. Dieses Wandgemälde, das sich an das architektonische Stil von Ajanta hält, stellt diese Heilige als mitten im Leben stehend und nichts als von der Welt zurückgezogene Asketen dar. Geistiger Nachfolger von Nanlal Bose und Vinod Bihari Mukherjee war Ram Kinkar Baich, der auch zuerst Schüler und später Lehrer in Shantiniketan war. Er kam aus einer gesellschaftlich benachteiligten Schicht und entwickelte sich zu einem der eminentesten Künstler des modernen Indiens, der ursprünglich Bildhauer war und erst später Maler. Er riss sich vom dramatischen Sentimentalismus der Bengal-Schule los und entwickelte seinen eigenen expressionistischen Stil mit dem einfachen Menschen im Mittelpunkt. Dazu meint der Künstler Sundaram Tagore, die Anfänge der modernen indischen Kunst sind verwirrend und komplex, können aber schließlich auch Pioniere wie das Onkel- und Neffe-Team Rabindranath Tagore und Abhinranath Tagore, Jamini Roy und Amrita Shergill zurückverfolgt werden. Rabindranath war vom Wesen her Poet und Schriftsteller mit einem großen Interesse für andere Kunstformen wie Musik, Tanz, Theater und die bildenden Künste. Auch wenn er sich erst 1927 ernsthaft der Malerei zu widmen begann, hatte er schon viel früher seine Ansichten über die Kunst formuliert.
Er glaubte nicht an eine nationalspezifische Kunst, die Ländergrenzen trennte, und war deshalb gegen die Vorstellung, dass ein Künstler verpflichtet wäre, etwas zu produzieren, was als indische Kunst bezeichnet werden kann. Er war es, der 1932 in Kalkutta eine Ausstellung mit expressionistischer Kunst aus Deutschland organisierte, die bei den indischen Künstlern einen tiefen Eindruck hinterließ. Im Mai 1930 wurden seine Gemälde auf einer Ausstellung in Paris vorgestellt, die danach in mehreren anderen europäischen Ländern zu sehen war. Seine Bilder zeichneten sich durch große stilistische Originalität und Direktheit aus, mit der er die dargestellten Themen behandelte, und das ganze Gegenteil zu den ästhetischen Vorstellungen der Bengalschule und des akademischen Realismus. Sein Neffe Gaganranath Tagore, der bereits vor Rabindranath zu malen begonnen hatte, war auch Karikaturist, der großen Spaß daran hatte, sich über die Mittelschicht lustig zu machen, wie es auch die Kaligat-Pat-Maler taten. Gaganranaths künstlerische Sprache aber war wesentlich niveauvoller, weil er gut informiert war über die Kunstbewegungen Europas und ein viel tieferes Verständnis für die gesellschaftlichen Zustände jener Zeit besaß. Deshalb überragten seine Arbeiten auch die seiner Zeitgenossen. Ein anderes Produkt der Hochschule für Kunst und Kunsthandwerk von Kalkutta, das mit der Bengal-Schule brach, war Jamini Roy, der anfänglich den akademischen Stil des Westens erlernte, den er aber später, Mitte der 20er Jahre, aufgab, um sich volkskünstlerischen Traditionen zuzuwenden, den Pat-Malereien, und begann, Formen zu kreieren, die in ihrer großen Schlichtheit überraschen, sich aber dennoch durch eine große, urwüchsige Kraft auszeichnen. Kritiker wie Rudifon sind der Ansicht, dass es Jamini Roy war, der eine Brücke baute für die vielen jungen indischen Avantgarde-Künstler von damals. In den 30er Jahren, als Rabindranath Tagore und Jamini Roy den Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens erlebten, tauchte ein weiterer indischer Maler von großer Originalität auf. Amrita Shergill, Tochter eines Sikhes Vaters und einer ungarischen Mutter. Amrita Shergill, die Zugriff zu europäischen wie indischen Kunsttraditionen hatte, verbrachte ihre Kindheit in Indien und ging später nach Paris, um dort Malerei zu studieren. Von 1934 bis zu ihrem Tode im Dezember 1941 kreierte sie 7 Jahre lang Bilder, die eine Brücke schlugen zwischen Ajanta und den Miniaturen einerseits und der Realität des zeitgenössischen Indiens andererseits. Kulturgeschichte lässt sich nicht von der materiellen Vergangenheit jenes Landes trennen. Der Zweite Weltkrieg bedeutete nicht nur das Ende des Kolonialismus, sondern versetzte auch dem feudalistischen Wertsystem den Todesstoß. In den folgenden 3 Jahrzehnten sollten sich 3 wichtige Gruppen von Malern etablieren, die einen entscheidenden Beitrag zur Entfaltung der modernen indischen Malerei leisteten. Die Kalkutta-Gruppe, die Gruppe fortschrittlicher Künstler aus Bombay und die Gruppe von Madras. Diese 3 Gruppen, deren Mitglieder stark individualistische künstlerische Ansichten vertraten, schufen alle zusammen ein gemeinsames Bild von Indien und der Welt als multistrukturelles Gewebe, dessen Geschichtsepochen, ethnischen Eigenheiten und Schönheitswerte eine vitale Einheit bilden. Die Kalkutta-Gruppe wurde während des Weltkriegs und zu dem Zeitpunkt gebildet, als Bengal 1943 von einer furchtbaren Hungersnot heimgesucht wurde, die mehrere Hunderttausende Opfer forderte. Die wichtigsten Mitglieder dieser Gruppe waren Gopal Ghosh, Nirod Majumdar, Subrat Tagore, Ratin Maitra und Paritosh Sen. Zu dieser Gruppe gesellte sich später Ramkinder Balj. Die Kalkutta-Gruppe war der Ansicht, dass die Zeit vorüber war, sich noch länger mit Götter und Göttinnen zu beschäftigen und sich Künstler endlich mit der schmerzhaften Realität ihrer Zeit auseinandersetzen mussten. In der Tat, Paritosh Sen, der noch immer malt, beschäftigt sich heute noch mit den veränderten gesellschaftlichen Zuständen. Die Progressive Art Group wurde 1947 in Bombay gebildet, in dem Jahr, in dem Indien unabhängig wurde. Ihre Gründer waren Francis Newton D'Souza, K.H. Ara,
und Sayyid Aidaraza, denen sich später M.F. Hussein, A.G. Gade und Sananjanji Kaparde anschlossen. Die Gruppe fortschrittlicher Künstler bzw. die Bombay Progressive Group vertrat die Ansicht, dass es für einen Künstler des unabhängigen Indiens nicht nötig war, seinen indischen Charakter unter Beweis zu stellen und es einem Künstler freisteht, sich seine Inspirationen aus indischen und anderen ausländischen Quellen zu holen. Der führende Exponent dieser Gruppe war Francis Newton de Souza, der heute in New York lebt. Aus seinen Arbeiten spricht einerseits das Bewusstsein eines verantwortungsvollen Christen und andererseits beschäftigt ihn ganz offensichtlich das Erotische. Sayyed Aidaraza ließ sich in Paris nieder. Er begann seine künstlerische Karriere als Landschaftsmaler und beschäftigt sich jetzt mit der visuellen Eigenart der Birdum, dem Quell aller Kräfte. M.F. Hussein, der in Bombay lebt, kombiniert indische Volkskunstelemente mit zeitgenössischen Bildern und zwar mit der gleichen Leichtigkeit, wie diese Koexistenz im modernen Indien zu beobachten ist. Seine Vision reicht von den klassischen indischen Traditionen der Gandharas-Kulturen bis zum Weltbild vom globalen Dorf. Dieser Weitblick ist es, mit dem er weiter sein Konzept von indischer Identität verwirklicht. Die Künstlergruppe von Madras wurde von K.L.S. Panikkar gebildet und machte in den 50er Jahren von sich reden. Zu ihren Mitgliedern gehörten G. Sultan Ali, A.K. Santana Raj und Srinivas Alu. Für seine eigenen Arbeiten, für die er eine flache, zweidimensionale Perspektive verwendete, griff Panikkar großzügig auf die indische Ikonografie, Kalligraphie zurück. Auf diese Art entwickelte er eine visuelle, künstlerische Sprache, die das ganze Gegenteil von der des bengalischen Stils und westlichen Modernismus ist. Später, in den 60er Jahren, half Panikkar regionalen Künstlern bei der Gründung einer Künstlergenossenschaft, die sich zu einem Künstlerdorf namens Cholamandal entwickelte. Die moderne indische Kunstszene ist wie ein mächtiger Strom, der von zahllosen Träumen gespeist wird. Die Einordnung moderner indischer Maler in bestimmte Gruppen ist vielleicht etwas willkürlich, hilft aber zu einem besonderen Verständnis der komplexen Realität. Eine sehr wichtige Gruppe indischer Maler erforscht die Realität in der Sprache der Träume und Fantasie. Einer dieser Künstler ist A. Ramachandran, dessen Vorbilder Anjanta, die Miniaturen, die Tradition von Shantiniketan und die indische Mythologie ist. Ganesh Tai andererseits beschäftigt einzig und allein die Welt der Träume. Seine Vorstellungen sind von poetischer Natur. Joen Chudari, der jetzige Leiter des Kalabhavan von Shantiniketan, verwendet Satire und Fantasie zur Wiedergabe der Realität. Vikash Bhattacharjee aus Kalkutta greift auf die Elemente des Surrealismus zurück, um das Bild einer grundsätzlich finsteren politischen Welt zu porträtieren. Eine andere Gruppe von Malern lässt sich von den philosophischen Grundsätzen des Tantrismus inspirieren, die besagen, dass es das Zusammenwirken des männlichen und weiblichen Prinzips ist, welches der Quell sämtlicher Energien, Kreativität und Erkenntnis ist. Eine führende Stellung nahm in dieser Gruppe R.G.R. Santosh ein, der 1997 frühzeitig starb, und die Rende. Es gibt noch eine andere Gruppe bedeutender Maler, die ganz allgemein als erzählerische, gegenständliche Gruppe bezeichnet werden kann und die hauptsächlich ein Produkt der Kunsthochschule von Baroda ist. Außer dem bekannten Ghulam Mohammed Sheikh gehörten ihr auch K.G. Subramaniam, Popen Kallar und Divan Sundaram an. Die Vorstellungen dieser Maler sind zwar ganz anderer Art und viel komplexer,
erzählen aber in gewisser Hinsicht alle auch Geschichten unserer Zeit. Eine interessante Besonderheit der indischen Kunstszene ist die große Zahl von Künstlerinnen wie Arpita Singh, die das Angstgefühl der Frauen in unserer von Männern beherrschten Gesellschaft bewegt. Nalini Malani, eine Malerin aus Bombay, beschäftigt sich ebenso mit den Problemen der Frauen, aber auf viel direktere Art als Arpita Singh. Madhva Parikh dagegen, eine Künstlerin aus Delhi, die sich das Malen selbst beibrachte, hat absolut kein Interesse für diese Art von Problem, sondern lässt sich von der Volkskunst des Bundesstaates Gujarat inspirieren, wo sie in einem Dorf aufwuchs. Gopi Sarojpal wiederum stellt die indische Frau als zartes Wesen dar, als sanfte Kuh, um auf diese Art die Unterdrückung der indischen Frauen zu unterstreichen. Zwischen den Felsenmalereien von Bimbetkar und den Malereien des modernen Indiens wurde ein weiter 14.000 Jahre langer Weg zurückgelegt. Das hier war ein Versuch, eine gewisse Vorstellung von der indischen Malerei zu vermitteln. Zuschauer, die gern noch mehr darüber erfahren wollen, werden bestimmt ihren eigenen Weg finden, um eine der reichsten Kunsttraditionen unserer Welt noch eingehender kennen und schätzen zu lernen.